Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße 3 bei Bovenden. Es wurden 8 Personen verletzt, davon 4 schwer. Zunächst gab es einen Frontalzusammenstoß. Laut Polizei war vermutlich ein Fahrzeug, das in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war, kurz hinter dem Tunnel Bovenden in Schleudern geraten. Weitere Autos fuhren um die Unfallstelle. Insgesamt waren 6 Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Area 3 nördlich des Tunnels. Eine Person musste mit einer Sofortrettung schnell aus dem Fahrzeug befreit werden, da Lebensgefahr bestand. 2 Patienten wurden besonders schonend gerettet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bovenden, Lenglern sowie ein Rüstwagen der Berufsfeuerwehr Göttingen. Außerdem waren der Rettungshubschrauber, 4 Rettungswagen und 3 Notärzte vor Ort.